Herzlich willkommen zurück zu Flatland. Ich bin die Miri. Ja, willkommen zu meinem kleinen Angespielt, Folge 3. In den letzten Folgen waren wir noch sehr mit dem Beginn unserer Siedlung beschäftigt. Nun soll es darum gehen, dass wir andere Inseln hier durchsuchen. Wir suchen ja das Kraftwerk der Wiedergeburt, aber zunächst erstmal noch weitere Siedler. Dazu müssen wir diesen Funkturm wieder in Betrieb nehmen. Wir werden den auch schon mal durchsuchen, um diese Funkbatterien an uns zu nehmen. Dann müssen wir ihn wieder aufbauen. Dafür brauchen wir vor allem erstmal noch Müll. Alles andere hätten wir eigentlich. Ja, und damit können wir dann eben Funksprüche absetzen und Expeditionen starten. Außerdem wird hier gerade unser Typ verlangt. Weiße Taube, wir haben etwas gefunden. Er war in einem Käfig, gerade noch am Leben, aber am Leben. Er ist wunderschön. So etwas habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, es ist ein Mädchen, aber es ist ein Vogel. Und du weißt ja, Vögel. Es ist eine Taube, eine echte Taube. So weiß, wie der Schnee früher war. Du weißt schon, was ich alles weiß. Sie ist herrlich. Ich weiß, dass sie uns nicht helfen wird. Ich meine, einer der Kundschafter wollte sie kochen und essen. Das können wir doch nicht machen. Wir sollten sie als Maskottchen halten oder als Haustier, irgendwas. Ich weiß nicht, aber diese Taube fühlt sich einfach besonders an. Das sagt Lana Lawrence, die Pfadfinderin übrigens. Wir haben wieder drei Optionen. Wir könnten sie entweder füttern und freilassen oder sie kochen. Wir brauchen Essen mehr als ein Symbolbild. Oder wir sagen, du hast recht, wir sollten die Taube als Symbol der Hoffnung behalten. Wir werden uns abwechselnd um sie kümmern und wir sehen es schon am Symbol. Das fände die Kommune ganz toll. Helen O'Bannon sagt auch, wir können es uns leisten, sie zu füttern. Und der Anblick einer so schönen Kreatur wird den Menschen Hoffnung schenken. Und insofern würde ich das jetzt auch machen. Ist, glaube ich, relativ klar. Solange wir hier nur einen Clan haben und keiner widerspricht, haben wir natürlich noch gar kein Dilemma. So, Pause raus. Hier wird gerade noch untersucht. Eigentlich müssten wir einige der Gebäude auch abbauen können. Hier das zum Beispiel würde uns Holz bringen. Das bringt uns nicht allzu viel, weil unsere Holzvorräte eigentlich voll sind. Deswegen ist auch hier die Holzfällerhütte gerade eigentlich nicht notwendig. Werden wir lieber hier noch ein paar Lagerarbeiter unterbringen. Ansonsten sehen wir, dass unsere Nahrungsvorräte unbedenkliche Nahrung abnimmt. Wir haben 15 zu wenig. Gleichzeitig nimmt die riskante Nahrung aber zu. Also würde ich sagen, dass eigentlich müssten wir die Feldküche verbessern. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, dass wir eine Wildbeuterhütte oder Wildbeuterhaus, besser gesagt, entwickeln. Allerdings haben wir dazu nicht genug Forschung. Aber ich sehe gerade, wir haben eigentlich wieder Relikte der alten Welt über. Dann können wir die ja eigentlich mal umwandeln. Und von den Forschungspunkten könnten wir uns dann Wildbeuterhaus leisten. Und diese Pilzgruppen damit abbauen. Bis dahin müssen wir die Nahrung anderweitig bekommen. Hier wäre auch noch mal ein bisschen Müll. Achso, ich habe keinen Suchradius mehr. Die sind alle beschäftigt mit diversen Dingen hier. Jetzt haben wir wieder Möglichkeiten. Hier ist Schrott oder ja, Müll, muss man aufpassen. Schrott ist was anderes. Hier, oh, da ist auch noch eine ganze Menge Müll. Den sammeln wir auch noch ein. Hier die Nahrung. Sehr gut. Und hier hinten könnten wir eigentlich auch noch mal einen hinschicken, der das Gebiet hier mal fertig erkundet. Das abzubauen würde uns auch noch mal Müll bringen. Aber jetzt sehe ich erstmal, wir haben 900 Müll, das reicht. Wir können den alten Funkturm wieder in Betrieb nehmen. Da schicken wir die gleich mal los. Oh, der kriegt hier nicht alles. Na gut. Der kann das nicht einsammeln, weil das hier im Wasser liegt. Und da müssen wir erst eine andere Technologie für bekommen, um daran zu kommen. Also, das wird gebaut. Wir können auch wieder forschen und dann werde ich auch direkt mal hier das Wildbeutehaus freischalten. Damit müssen wir mit der unbedenklichen Nahrung erstmal wieder ins Plus kommen. Das wäre mir schon wichtig. Ja, also so müsste der Radius schon sein. Jawohl, Funkturm wieder in Betrieb genommen. Nun können wir mit Hilfe der Funkbatterien, die wir gefunden haben, eine Übertragung starten.
und damit interessante Orte ausfindig machen. Live-Übertragung über Funk. Hurra, der Funkturm ist wieder in Betrieb. Ich wusste es. Wie sich herausstellte, wurde er von einer Firma gebaut, die Ivo Garza gehört hat, dem Chef des Wiedergeburtprogramms. Er war vor dem Vorfall ein hohes Tier und berühmt dafür, dass er unnachgiebig war und gerne trank. Aber lassen wir die Vergangenheit beiseite und konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Der Funkturm wird uns ihr sicher näher bringen. Wir erhalten 11 Forschungen und haben die nächste Aufgabe, die Pfadfinder. Vor einiger Zeit habe ich eine Gruppe von Spähern in die Gegend geschickt, um zu überprüfen, ob das Kraftwerk der Wiedergeburt wirklich hier ist. Sie haben sich hier niedergelassen und Unterschlupf auf einem ehemaligen Fabrikgelände gefunden. Mithilfe des Funkturms konnten wir Kontakt zu ihnen aufnehmen. Sie wollen sich unserer Gemeinschaft anschließen, obwohl sie dich oder deine Leute nicht kennen. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie wahrscheinlich nicht beeindruckt von uns sein werden, aber sie schienen sich trotzdem zu freuen, endlich wieder unter Leute zu kommen. Die Gruppe von Spähern haben wir losgeschickt und jetzt kennen wir sie doch nicht. Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz, aber okay. Ja, wir sollen in der ehemaligen Fabrik, die sich hier hinten befindet, die haben wir gerade aufgedeckt, da sollen wir eine Expedition hinschicken. Das werden wir auch schon mal direkt starten. Wir brauchen aber einen Arbeiter mehr dafür. Expedition vorbereiten. Wir brauchen 3 Expeditionsteilnehmer und die brauchen auch noch ein paar Ressourcen. Nehmen wir mal für 4 Tage mit und bringen die hier rüber. Wir müssen dann ihr Pfadfinderlager hier platzieren, deswegen muss man das erst aufdecken. Sonst könnte man ja einfach so hin, aber wir können ja nicht einfach im Nebel irgendwo siedeln. Also wir müssen immer mit dem Funkturm so einen Bereich erst aufdecken. Und dann können wir dorthin und die Sachen untersuchen. In dem Fall jetzt halt diese geflutete Fabrik, die wir dann auch theoretisch wieder aufbauen könnten und nutzen könnten, denn wir würden dadurch Schrott erhalten, Metall- und Blechteile. Kann man auch für vieles nutzen, das aber etwas für später. Wenn wir auf dem Weg dahin natürlich Inseln aufdecken, dann können wir natürlich auch dahin gehen. Also es geht einfach nur darum, dass es irgendwie aufgedeckt sein muss. So, ja, also die Expeditionsleute, die bereiten sich jetzt vor. Man sieht, hier ist jemand unterwegs. Die holen sich jetzt ihre Vorräte und dann geht's rund. Währenddessen gucken wir mal. Okay, das steht noch nicht. Wir müssen ja auch noch ein paar Leute hier haben, die in der Sammelhütte dann arbeiten. Nehmen wir noch mal ein paar Leute raus. Hier, oh, wir haben auch keine Relikte mehr. Naja, wir werden jetzt mal wieder auf Akademie umschalten. Wir haben irgendwie 10 Bücher. Die müssen wir erstmal verwenden. Wir haben auch keinen Platz mehr für riskante Nahrung. Also das ganze Thema bessere Küche wäre vielleicht doch mal dran. Wir müssen nur halt erst die Bretter entwickeln. Hier übrigens ist die Pilzsammelhütte. Das ist das neue Gebäude, das mit dem Update gekommen ist. Hier werden Pilze gesammelt, deponiert, inspiziert und konserviert, damit sie nicht verrotten und man das Pilzsuchgebiet erweitern kann. Dieser Effekt gilt für den gesamten Bezirk. Achso, das ist ein Gebäude, das baut man einmal und dann haben die Wildbeuter offenbar einen größeren Radius. Das ist natürlich auch ganz cool. Ja. Wir haben dummerweise nicht genug Forschung, um die Küche und die Bretter zu erforschen. Ist die Frage, ob wir dann was anderes dringender brauchen. Holzverarbeitungsanlage ist auch nicht verkehrt, muss man aber auch erst die Bretter entwickeln. Beim Wohlergehen blinkt irgendwas. Gut, das Sanitätszelt, noch brauchen wir es nicht. Nee, ich würde sagen, wir werden jetzt die Bretter einfach mal freischalten. Das ermöglicht uns ganz viele neue Sachen. Und für die Küche brauchen wir dann 10 Forschungen. Naja, mal sehen, wann wir an die rankommen. Aber immerhin haben wir die nächste Forschungsstufe erreicht. Unsere Pfadfinder sind unterwegs übrigens. Hier sieht man sie. Da waten sie gerade ins Wasser, haben sich jetzt hier ein Floß hergezaubert und überqueren damit das Wasser. Decken unterwegs natürlich auch auf, was sich in ihrem Blickfeld so befindet. Unbedenkliche Nahrung ist wieder im positiven Bereich, seitdem hier die Wildbeuter arbeiten. Wasser läuft auch gut.
Holz, gut, da habe ich natürlich jetzt gerade das aufgehalten, aber da würden wir auch relativ leicht dran kommen, wenn wir zum Beispiel das hier abbauen. Das wäre, glaube ich, schon wieder mehr, als wir hier unterbringen können. Aber diese Ruinen sind ein bisschen störend, was den Bauplatz angeht. Deswegen wäre mir das jetzt wichtig, dass wir da wenigstens das, was wir entfernen können, auch entfernen. Und vielleicht könnte man ja auch das Lagerhaus verbessern. Da gibt es auch was. Hier das mittlere Lagerhaus. Brauchen wir auch 15 Forschung für. Okay, passiert jetzt auch nicht so bald. Aber ich sehe, wir haben wieder ein Relikt aus der alten Welt mehr. Woher auch immer. Ich warte kurz, bis das hier abgeschlossen ist. So. Dass wir hier nochmal 10 Forschung bekommen. Das Pfadfinderlager ist angekommen. Die haben sich hier aufgebaut und jetzt können wir diese Fabrik untersuchen, so wie wir das auch aus unserem Heimatdistrikt kennen. Neuer Clan entdeckt, Berku 3. Wir sind ehemalige Beschäftigte einer Ölbohrplattform und ihre Nachkommen. Die hochmoderne Plattform Berku 3 hat den Vorfall zwar überlebt, war aber völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Als die Vorräte zur Neige gingen, beschloss die Besatzung auf eigene Faust, mit einem Rettungsfloß zur Küste zu segeln. Dort beschloss sie auch weiterhin zusammenzuhalten und bildete einen gut organisierten Clan mit einem starken Schwerpunkt auf technischem Wissen, und das macht uns aus, Berku 3. Wir versuchen, unser Wissen und unsere Fähigkeiten zu nutzen, um eine Gemeinschaft zu schaffen, die für die Herausforderung der neuen Welt bestmöglich geeignet ist. Dazu brauchen wir eine zentralisierte Autorität, die in der Lage ist, schnelle, rationale Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist unser zweiter Clan. Fabrikgespräche. Es leben Menschen hier. Sie sind hier jetzt schon seit ein paar Monaten. Wie hart. Einige jedoch haben genug von diesem Ort und wollen sich uns anschließen. Nur einige, nicht alle. Als Dank dafür bieten sie uns etwas Wertvolles an. Medikamente. Das klingt gut. Dieses Symbol sieht schwer nach Husten aus. Wen sollten Sie natürlich aufnehmen? Machen wir direkt mal. Und haben jetzt natürlich erstmal nicht genug Ressourcen, um so viele Leute mit Rationen zu versorgen. Hier steht jetzt 0 Tage, aber hier drin ist ja auch noch ein bisschen was. Also diese Sachen sammeln wir jetzt auf. Wir gucken mal, was es hier im Umkreis sonst noch so gibt. Werden hier die Suchradien wieder einführen. Das hier hinten kennen wir eigentlich schon. Aber trotzdem können wir ja hier mal ein bisschen was aufsammeln. Und dann versuchen wir natürlich so viel wie möglich hier mitzunehmen. Denn die Expedition hat immer eine maximale Kapazität von 750. Mehr als das können wir nicht aufnehmen. Aber hier wäre zum Beispiel eine Industriehalle, die uns einige Ressourcen bietet. Und wenn wir das mit Seilen durchsuchen, bekommen wir sogar noch ein paar Relikte, Medikamente und einen Dietrich mehr. Und zufälligerweise haben wir Seile, also machen wir das. Hier scheint es auch nochmal weiterzugehen. So, ihr sagt natürlich immer noch Ressourcen 0 Tage, aber das ist, naja, wir haben das hier noch nicht alles rausgeholt. Ah, hier haben wir noch eine Dachterrasse. Auch sehr interessant. Dachkräutergarten bietet uns auch verschiedene Ressourcen, unter anderem 20 Bretter. Wir können das auch noch weiter durchsuchen, das machen wir natürlich auch umgehend. Und sehen mal, was wir davon noch alles mitnehmen können. Also eine ganz gute Ausbeute. Vermutlich werden wir noch ein zweites Mal hier hinkommen müssen, um alles einzusammeln. Okay, ja. Nächste Aufgabe ist, die in die Siedlung zu bringen, die Neuankömmlinge. Wir sollten mal gucken, ob wir überhaupt genug Unterkünfte haben. Also es werden ja dann 44 Leute sein insgesamt. Wir haben 10 Verschläge, jeweils 4 sind 40, plus das sind 45, also es reicht gerade so eben. Naja, vielleicht könnte man hier unten aber schon nochmal ein paar Verschläge mehr aufbauen. Ja. Bisschen das Gelände anpassen müssen. Allerdings wird jetzt hier das Trinkwasser nicht mehr reichen. Er sagt jetzt minus 9. Und hier sind wir auch bei minus 7. Naja, gut, aber wir haben wieder was erforscht. Okay, das eine Relikt ist erforscht. Wir nehmen die Akademie wieder. Und ja, dann würde ich gerne die Küche entwickeln. Wasserreinigung wäre jetzt auch bald Thema. Bräuchten wir nochmal 10 Forschung für, damit wir da auch mehr bekommen. Na, wir brauchen jetzt dummerweise 10 Bretter dafür. Aber wir werden ja welche mitbringen.
Ja, die Expedition hat ja schon 60 Bretter hier. Hoffentlich können wir so viele überhaupt bei uns unterbringen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das. Wo ist denn hier die Kapazitätsgrenze? Ich weiß es gar nicht. Das scheint irgendwie unterschiedlich zu sein. Wir können zwar 1,5 km Müll aufnehmen, aber zum Beispiel nur 220 Medikamente. Okay, Pfadfinderlager ist voll. Wir haben natürlich es nicht geschafft, alles hier mitzunehmen. Da sind auch nochmal 20 Nahrung drin, okay. Also alles ging jetzt natürlich nicht. Das müssen wir dann beim nächsten Mal mitnehmen. Ich habe das Ganze abgerissen, die nach Hause geschickt. Und dann haben wir hier bald hoffentlich Nachschub. Aha, Müll haben wir hier im Gebiet auch nicht mehr. Dann werde ich mal auf den Trümmermodus umschalten, damit sich das hier wieder erholen kann. Das wird das nämlich auch. Naja, gut, der hat hier natürlich auch die Bestandsgrenze erreicht. Ich werde jetzt mal hier einfach zwei Leute rausnehmen, die ungelernten Arbeitskräfte. Dann wird hier jetzt erstmal nur der normale Fischer mitarbeiten. Weil das ist ja Verschwendung, die jetzt da drin zu haben, wenn sie so viel gar nicht benötigt werden. Da kommt die Expedition wieder zurück auf genau denselben Weg, den sie vorher zurückgelegt hat. Die Beziehungen zwischen den Clans Berko 3 und der Kommune haben sich noch weiter verschlechtert. Noch weiter ist gut, die sind ja nicht mal wirklich hier. Da verschlechtert sich schon alles. Denn der Berko 3 Clan hat jetzt natürlich ganz andere Vorstellungen, wie hier alles sein soll. Aber erstmal sind alle zurückgekommen. Wir haben, ja, diverse Sachen mitgebracht und Leute. Wir haben die Späher zu unserer neuen Siedlung gebracht. Sie bestätigen, was ich bereits vermutet hatte. Wir sind nicht die Einzigen in diesem Gebiet. Sie hatten auch einige interessante Erkenntnisse über die Situation in der Stadt direkt nach dem Vorfall. Als der Damm anfing, das Gebiet zu überfluten, kam es angeblich zu Zusammenstößen zwischen Zivilisten und dem Militär. Hauptverantwortlich dafür war Ivo Garza. Das scheint ja ein ganz furchtbarer Mensch zu sein. Dieser Ivo Garza. Ansteckung. Ich möchte dich nicht beunruhigen, aber zahlreiche Leute leiden unter Bauchschmerzen und Erbrechen. Ich dachte, die leiden unter Husten. Es scheint ansteckend zu sein. Vermutlich war der Auslöser die toten Tiere, die die Leute gegessen haben, obwohl sie in der Sonne lagen. Wie dem auch sei. Die Leute machen das Kraftwerk verantwortlich und meinen, es habe das Wasser vergiftet. Nun, ich als Wissenschaftler kann dir sagen, dass das nicht der Fall ist. Es ist ein Kaltfusionsreaktor, der ist vollkommen sicher. Wir müssen diese Situation so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen und die Epidemie überleben, denn wir haben jetzt die ersten Kranken. So, dankenswerterweise haben wir gerade wieder ein paar Forschungspunkte bekommen, was gut ist, weil wir jetzt ein Sanitätszelt brauchen. Das müssen wir erstmal erforschen. Und dann natürlich auch bauen, um zu erreichen, dass die Leute wieder gesund werden. Ressourcen haben wir. Ich glaube, das werde ich direkt dahin stellen, wo vorher das Haus war. Das passt einfach zu perfekt. Und hier in diesem Gebiet sollten wir auch ein eigenes Sanitätszelt haben. Weiß ich aus Erfahrung schon. Weil eins wird nicht ausreichen. Wenn der Weg zu weit ist, dass die zum Sanitätshaus kommen, ist es auch nicht gut. Nur wo stelle ich es hin? Ist alles so voll hier. Machen wir es so. Okay. Zwei Sanitätszelte. Dieser Epidemie müssen wir jetzt erstmal durchstehen. Trotzdem dürfen wir natürlich unsere Hauptprobleme nicht außer Acht lassen. Und das sind ja klassischerweise immer Nahrung und Wasser. Vor allem sind ja jetzt ein paar Leute angekommen, die wir hier jetzt auch arbeiten lassen können. Ja, also so zum Beispiel. Die fügen wir jetzt hier einfach hinzu. Tja, wobei ich es eigentlich gerne anders hätte. Ich hätte das lieber ein bisschen anders. Am liebsten hätte ich es so, dass ich das immer auswählen kann, wer hier arbeiten soll. Denn gucken wir uns erstmal den Berko 3 Clan an, bevor wir hier irgendwelche Sachen machen. Also, der Berko 3 Clan bringt von vornherein schon mal Präzision auf Stufe 2 mit als Spezialisierung. Das ermöglicht es ihnen, effizienter bei der Ernte von Sojabohnen und beim Recycling von Plastik zu sein. Das ist schon mal schön. Sieht man hier, das ist ein Merkmal des Oberhaupts. Außerdem haben sie eine erhöhte Such- und Sammelgeschwindigkeit von Ressourcen für alle Clans,
mitgebracht. Das heißt, nicht nur der Berghut-3-Clan, sondern auch alle anderen profitieren jetzt davon, dass die hier in der Siedlung sind. Bisher ist alles friedlich. Was sie nicht mögen, sind Kneipen, Kunstgalerien und Kapellen. Man könnte den Clan übrigens auch verbannen, wenn es zu viel Ärger gibt. Und die haben natürlich auch eine Beziehung zu dem anderen Clan. Und der verringert sich jetzt jeden Tag oder na, alle 4 Tage sehen wir hier, verlieren wir 1,8 bei der Meinung. Wenn wir unter einen gewissen Schwellwert kommen, geht es hier in den abgeneigten oder sogar in den feindlichen Bereich. Wenn wir es schaffen, das Ganze positiv zu entwickeln, dann wird das Ganze sogar freundlich. Und wir sehen das hier auch Kontakt in den Bezirken. Bei gelegentlichem Kontakt verlieren wir 1,8 pro Tag. Also je mehr Kontakt sie haben, desto mehr Knatsch gibt es auch. Die Weltanschauungen sind kompatibel, deswegen ist das Ganze noch relativ moderat. Das liegt daran, dass der Berghut-3-Clan Einheit der Neuen Welt hat. Und wir haben die Kommune Freiheit der Neuen Welt. Also sie haben schon mal wenigstens die Hälfte ist schon mal das Gleiche. Da kann man jetzt hier auch vergleichen, wie die hier eingestellt sind. Da gibt es auch verschiedene Extreme. Das sieht man auch so ein bisschen. Also es gibt auch welche, die extremer Richtung Einigkeit und Neue Welt gehen als jetzt der Berghut-3-Clan. Die sind relativ gemäßigt. Das nur so. Ich will da jetzt aber auch gar nicht so extrem drauf eingehen. Also auf jeden Fall, wenn sie in Freizeitgebäuden Kontakt miteinander haben, dann gewinnen sie Meinungen voneinander. Das Dumme ist nur, derzeit haben wir da noch keinen Zugang zu. Das heißt, im Moment bleibt uns da nichts anderes übrig, als abzuwarten und Tee zu trinken. Wir werden hier Leute einsetzen. Die können ja dann auch noch mal ein bisschen hier mitarbeiten. Na? Okay. Alles ein bisschen durcheinander, ist aber auch okay. Wir haben noch 3 Arbeiter hier und hier auch noch ein paar. Kann man das ändern? Nee. Ich würde das manchmal gerne manuell zuweisen, wer hier was macht. Aber wir haben ja auch einen Haufen Bretter mitgebracht. Wir könnten jetzt hier die Küche aufwerten. Als erste Maßnahme. Dann werden hier halt auch weiterhin noch Leute arbeiten. Aha, das hat jetzt doch funktioniert. Tja, aber Nahrung und Wasser geht runter. Wasser relativ schnell. Wir werden jetzt vielleicht das doch mal mit Dietrichen durchsuchen und hier das Wasser nehmen aus diesem Gebäude. Außerdem möchte ich dieses zerstörte Haus abreißen. Wir brauchen den Platz. Übrigens, das Sanitätszelt steht auch. Was gut ist. Mal haben wir gar keine Kranken mehr. Scheint fast so, als hätten wir gar keine Kranken mehr. Na gut. Also auf jeden Fall steht die Küche. Hier wird jetzt mehr am Tag produziert, natürlich auch mehr verbraucht, logischerweise. Damit hat sich jetzt die unbedenkliche Nahrung schon mal positiv entwickelt. Wasser wäre dann das nächste Thema. Das Studierzimmer hat keine Leute mehr hier, die hier arbeiten. Warum das denn? Ach so, hier kann ich das einstellen, wer hier arbeitet. Damit können wir auch einstellen, welcher Clan die Spezialisierung hier mitmacht. Okay, und jetzt können wir vielleicht auch doch nochmal einen Fischer mehr gebrauchen, damit wir hier dann auch wieder in den positiven Bereich kommen. Ein bisschen austarieren. Okay, jetzt sind doch wieder Leute krank geworden. So, also, diese Sanitätszelte haben verschiedene Modi. Es gibt den normalen Klinikmodus und es gibt den Isolationsmodus bei Infektionen zum Beispiel. Also, beziehungsweise bei Sachen, die sehr ansteckend sind. Ich bin mir jetzt manchmal nicht so ganz sicher. Es kommt ein bisschen drauf an, was die hier haben. Sehe ich das irgendwo? Wer hat keine Ressourcen? Ach so, hier. Trümmermodus, haben wir keine Ressourcen im Umkreis? Was erzählt er denn? Wir entfernen mal diese Suche. Also es gibt auf jeden Fall auch eine Isolationsstation. Das ist manchmal bei Epidemien, gerade wenn die sehr ansteckend sind, auch gut, die Leute einfach zu isolieren. Ich bin mir jetzt immer so ein bisschen unschlüssig, ob man lieber den Klinikmodus oder den Isolationsmodus bei dieser Epidemie anwendet. Ich meine, letztlich haben die sich ja vergiftet offenbar. Sie haben Bauchschmerzen. Das würde jetzt eigentlich eher dafür sprechen, dass man sie einfach behandelt.
Und nicht isoliert. Das wäre dann vielleicht eher so bei einer Hustenepidemie, fände ich, glaube ich, die Isolation ein bisschen sinnvoller. Okay, der Berghut-3-Clan könnte jetzt auch schon mehr sich weiterentwickeln. Ich gehe jetzt trotzdem mal wieder auf den Standardmodus. Wir brauchen noch ein bisschen Forschungspunkte. Wir haben nicht wieder ein paar Relikte übergehabt. Die Frage ist, wie will man jetzt den Berghut-3-Clan hier entwickeln? Was würde hier was bringen? Ich meine, wir haben jetzt Standhaftigkeit bei dem anderen Clan gehabt. Wir haben hier Präzision. Wir haben ja schon gelernt, dass die sehr belesen sein sollen. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, die hier auf Belesenheit zu skillen. Tja, und jetzt heißt es eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Hoffen, dass sich die Epidemie hier wieder, dass wir die irgendwie in den Griff bekommen. Na, wir haben immer noch keinen Platz für riskante Nahrung, okay. Das hat sich jetzt noch nicht so richtig entwickelt. Naja, also ist, manche Leute erholen sich, manche Leute erkranken. Es geht jetzt so ein bisschen hin und her. Aber wir können wieder was erforschen. Die Frage ist, was? Wasseraufbereitung wäre ein Thema, damit wir wieder mehr Wasser bekommen. Das werde ich jetzt als erstes mal machen. Also, ich werde das mal hier, das hier erstmal verbessern. Oh, sehr gut, da braucht man Leute mit Belesenheit. Gut, dass ich den Berghut-3-Clan gerade darauf geskillt habe. Hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, Leute, aber naja. Soll uns recht sein. Offenbar brauchen wir hier hinten aber noch mehr Unterkünfte. Das, was wir hier bisher haben, scheint nicht ganz zu reichen. Zumindest nicht für den das hier. Den zweiten werden wir auch gleich verbessern, wo wir schon mal gerade dabei sind. Aber hier ist die Lage auch wieder stabil. Ja, riskante Nahrung hat jetzt tatsächlich mal abgenommen. Wir haben wieder hier nichts zu erforschen. Gehen wir zurück zur Akademie. Wir könnten aber auch die anderen jetzt erstmal noch wieder skillen an der Stelle. Es gibt so vieles, was wir hier erforschen können. Kräutersammelmodus. Brauchen wir das so dringend? Wir haben eigentlich 130 Kräuter. Ist derzeit nicht das Wichtigste. Beim Wachstum. Also eine Holzverarbeitungsanlage würde uns schon weiterhelfen, damit wir das hier auch mal selber machen. Andererseits, wir haben nur eine Lagerkapazität von 30. Hilft uns jetzt nicht so viel weiter. Bei der Erkundung vielleicht was? Das mittlere Lagerhaus, das fände ich gut. Ein größeres Lagerhaus würde uns, glaube ich, in jeglicher Hinsicht helfen. Das werden wir gleich erst schon mal verbessern. Ich werde mal die verfallenen Ruinen hier noch abreißen. Das hier geht leider nicht, dafür müssen wir erst den Schweißbrenner erforschen. Und der ist erst hier hinten, da kommt erstmal noch der Vorschlaghammer vorher. Aha, jetzt geht der Fischbestand runter. Und eigentlich könnten wir natürlich auch einfach nochmal eine Expedition losschicken. 1, 2, 3 Leute kommen hier mit. Expedition für 5 Tage könnte reichen. So. Und die schicken wir los. Wieder in dieses Gebiet, um hier den Rest noch mitzunehmen. Da gibt es ja noch ein paar Sachen, die wir abholen können. Na, die Beziehungen verschlechtern sich hier immer weiter. Wir sind bei -2,1. Wie es sich verschlechtert. Häufiger Kontakt ist das Problem. Naja, je mehr sie miteinander arbeiten, desto schlimmer. Also, wir müssen jetzt noch ein bisschen darauf warten, dass diese Epidemie endlich mal vorbei ist. Das ist hoffentlich bald der Fall. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.